Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Beim letzten Mal haben wir die Ruinen dieser Welt allesamt durchquert und nun müssen wir nur noch seine Kumpels retten. Ich bin beeindruckt, du hast den Weg durch diesen Ort gleich bei deinem ersten Besuch gefunden. Und dabei verlaufe sogar ich mich hier so oft. Jetzt ist der Weg zu meinen Freunden hier unten endlich frei. Ich danke dir für alles, was du uns getan hast. Komm, finden wir sie. Für uns, nicht uns. Und auch was, ich habe diesen One-Up-Pilz gefunden. Hier, gönn ihn dir. Ich habe eine gute Versicherung, die zahlt. Gut, als Minenarbeiter will man das ja auch hoffen. Poplins in Not. Hier irgendwo haben wir einen Geheimausgang übersehen. Und da war der Geheimausgang sogar hier. Hey, hier! Hier kommt jemand, um euch zu retten! So. Oh, wir sind wieder. Ein Blubberchen. Na, wir haben sowieso noch einige Sachen, die wir nachholen müssen. Ich mag es, die Welt eigentlich komplett zu verlassen. Ja. I did it. Plop. Was? Toll, wir sind gerettet. Wir haben nach einem Königssamen für dich gesucht, Prinz Florian. Schließlich wollten wir auch helfen. Und wir haben einen gefunden. Er soll euch helfen, diesen Kerl loszuwerden, der uns nichts als Unheil bringt. Wow, ihr seid so tief in die Mine hinabgestiegen, nur um mir zu helfen. Ich bin so dankbar, dass sie einen für uns gefunden haben. Den nehme ich gerne an. In einem der Level haben wir einen Geheimgang. Was? Ja. Gehen wir uns ein andermal ansehen, weil man muss auch hier in die Spezialwelt kommen. Also gut, alle miteinander, gehen wir nach Hause. Und so bewahrten Luigi und Prinz Florian alle in der Fungimine vor einem schrecklichen Schicksal. Nun, da sie den fünften Königssamen in der Hand halten, gibt es nur noch einen, der ihnen fehlt. Dieser letzte Königssamen soll zwischen den Lavatümpeln der Magmatiefen zu finden sein. Viel Glück, Prinz Florian, und viel Glück, Luigi. Ihr müsst euch diese Herausforderungen stellen. Rettet das Blumenkönigreich und die ganze Welt vor Bowsers finsteren Plänen. Peace sein. Ah, oh, schön. Ja, jetzt gehen wir direkt auf die Overworld. Gut, dann kehren wir mal zu den Blüteninseln zurück. Dabei geht es steil nach oben, also knackt es vielleicht in deinen Ohren. Ich? Ich hab keine Ohren. Ja, das ist eher so ein Problem mit unseren Säugetierohren, würde ich mal sagen. Oder unseren Wirbeltierohren. So. Die Poplins in der Mine haben uns wirklich geholfen. Wie nett von ihnen. Doch wir können jetzt nicht aufhören. Beeilen wir uns, damit wir bald den nächsten Königssamen finden. Kein Kommentar, Bowser? Echt nicht? Hallo, dieser gemeine Kerl ist ja so bedrohlich. Du darfst ihn nicht davonkommen lassen, Prinz Florian. Ach ja, anstatt eines guten Fangs habe ich diese Flasche mit einer Nachricht aus dem Wasser gefischt. Da steht... Fern am Himmel sollst du sie finden, die Spezialwelt.
jetzt auch wüsste, was das bedeuten soll. Ja, ja. Die Spezialwelt. Oh, hier wird es ja richtig bedrohlich. Da! Das ist mein Lieblingsabzeichen. Und ich habe mich schon gefragt, wo das denn ist. Ich liebe die Schwebepirouette. Oh, drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um etwas höher hinaufzuschweben. Die Schwebepirouette ist toll, Leute. Aber bestes Abzeichen, hands down. Oh, der Hintergrund ist so schön. Guck dich mal diese schönen Blümchen an. So. Jetzt müssen wir nur noch... die Blumenmünzen auf dem Weg einsammeln. Sehr schön. Haha, ich habe das Abzeichen so vermisst. Ich meine, das mit Mut ist auch cool, aber das ist halt, ne? Es ist so cool, das ist voll super gut für die, Dings am Ende. Die Flammen. Oh, welch schöner verregneter Hintergrund. Oh, toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das gerade für das... Einmal. Immer, dass ich ja bitte dazu sage. Schön. Im Garten der Piranha-Pflanzen. Schön, 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 schön. Ah, ich bin ja so glücklich. Oh. Ah, ich erinnere mich an dieses Level. Guck mal, im Hintergrund, weil wir so nah dran sind, kann man sogar Bowsers Richtung sehen. Ist das nicht Schnieke? Ich finde das mega. Also Bowsers Festung, Bowser. Mit der... Da hinten ist ja jemand. Ja, und so fleißig. Ja, das sind wir. Fleißig. Feuerblumen. Ah, von mir aus. Ist da noch was? Nee. Ihr glaubt. Was mich davon abhält, wieder die Blumenmünze zu schnappen. Dann habt ihr euch sowas von verrechnet. Oh. Man kann ja noch nur den Powerblock benutzen. So. Schön gut. So. Gut. Und hier kriegt man den Stern. Hier. Oh. Kriege ich einen neuen Stern? Nein. Ja gut, dann gehen wir nochmal den gleichen Weg. Boah, schön. Haben wir schon zwei Blumenmünzen eingesammelt. Genau. Oh Mann, ich habe dieses Abzeichen so vermisst. Leute, es ist... unglaublich. Oh. Mal eine an. So. Nehmen wir die noch mit. Und gehen hier raus. So. Die Feuerblume haben wir jetzt auch wieder. Ist natürlich die Frage. Ich glaube mit... Upa. Nein, Moment. Na komm. Komm da raus. Na, da oben ist nichts. Ja, ich platze gleich vor lauter Kraft. Ich liebe diese Blumen. Die sind einfach nur super. Wir müssen aber trotzdem da... hinkommen.
Die muss doch irgendwo... Ein... Aua! Ein Stern sein, der uns hilft. Weil der ja auch die Blume ist. So. So klappt es natürlich auch. Sehr schön. Mal eine an. Hm, wie cool. Warte. Oh nein, der Arme. Ja gut, dann hat er jetzt bissige Kompagnons. Guck mal, die Hügel, die haben Augen und die folgen ein. Ich finde das so cute. Und guck mal, da im Hintergrund. Das ist ein ganz großer. Ah, die Piranha-Pflanzen sehen aber auch cool aus in dem Licht. Später. Oh. Hm. Ich habe ein ganz blödes Gefühl, Leute. Nein. Den brauchen wir. Hm. Oder auch nicht. Wo ist denn hier die Münze? Hm. War hier nicht irgendwo... Vielleicht bei dem da? Na komm. Nee. Hm. Ja gut. Ja dann halt nicht. Hm. Ja, wir haben den Blumensamen bekommen, aber... Uns fehlt immer noch die Münze. Und ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr. Oder? Moment mal. Hehehehe, doch noch. Doch noch bekommen. So, supi. Also das finde ich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Schön haben wir das gemacht. Sehr schön, sehr schön. Ach, und dass man bei diesen Zwischenleveln hier sieht man wirklich, es regnet, es ist Bowsers Schuld, es ist so nebelig und irgendwie kalt. Ach, 10 out of 10. 10 out of 10. Ich glaube, das ist aber auch eine der Münzen, die man am ehesten übersieht. Weil die einfach so raffiniert versteckt ist. So, also die Blumenarena haben wir jetzt noch und den Höhlensprint. Machen wir die Blumenarena als erstes? Ja, komm. Na, dann machen wir noch den Sprint und dann ist wahrscheinlich die Episode auch schon wieder vorbei. Hm? So. Also wir haben Unterwassergegner, da wäre natürlich das hier nicht schlecht. Was darf es sein? Hm. Wobei der Bohrer natürlich auch nur eine gute Option ist. Entscheidungen, Entscheidungen! Hm. Ich glaube, wir nehmen den Bohrer als Reserve und... Ach, Feuerblume, nee. Ich finde die Bläschen... Schluck auf. Die Bläschenblume...
ist für gewisse Medien einfach die bessere. Wer denkt denn jetzt an mich? Also wahrscheinlich viele Leute, aber genau. Guck mal, da ist die Näschenblume einfach. So. Ui. Ach Mensch. Jetzt haben wir unsere Bläschen-Power verloren. Hm. Na. Leute, ich will ja nicht pessimistisch sein, aber... Hm. Das sieht gerade nicht so gut aus. Kann ich dich auch so platt machen? Krieg ich noch ein paar Blocken? Hm. Ja. Ohne Powerblock geht das schon irgendwie schneller. Und wenn hier dann noch einer ist. Ja, das hat genau nach Plan funktioniert, Leute. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich wollte nur auschecken, wie die Lage ist. Ja. Ja, das gehört wohl dazu. So. Na, dann springen wir halt auf den. So. Und das war schon deutlich schneller. Die Frage, ob ich die mit dem Bläschen... Ja! Jawoll! Das sehe ich gerne. Effizienten Item-Einsatz. So. Wir denken mal gerade einen Powerblock einsetzen. So. 44 Sekunden. Let's go. So. Ui. Die kann man einfach so platt machen. Ja, ja. 63 Sekunden. Oh. 66. Ah, oh, bisschen lahm, oder? Oh. Nee, tatsächlich war das gar nicht mal so lang. Ja gut, go us. Das haben wir doch gut geschafft. Ha, direkt beim ersten Mal. Ja, effizient muss man handeln. Dann klappt auch sowas sehr, sehr gut. So, 18 Minuten. Ja, wir können das Wildlerrennen ja noch probieren. Dann können wir beim nächsten Mal direkt in die Magma-Welt. Nein, bloß nicht den Jetantrieb in diesem Level. Hier ist nämlich gutes, effizientes Springen wichtig. Ja, das ist ein bisschen ein schwierigeres Entwickler-Level. Komm. Muss man wirklich schauen. Aua. Dass man... die richtigen Tasten drückt. So, komm.
Go. Boah. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zweiter Versuch direkt geschafft. Ich muss so ein bisschen die Klappe halten, aber not bad. Und genau deshalb liebe ich dieses Abzeichen. Genau deshalb. Es ist so gut. Jetzt haben wir den Kreis vollendet. Ach, das. Oh, da geht's jetzt auch zur Spezialwelt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat uns Wiggler sogar einen Wundersamen überlassen. So werden aus Rivalen Freunde. Rennen sind schon etwas Tolles. Ja. Ah, das sind sie. Komm. Wir gucken uns noch an, welches Level wir bitte freigeschaltet haben. Nicht, dass ich das machen möchte, aber angucken kostet ja nichts. Ah, ist das die Goomba-Turnstunde. Ah, die war eigentlich ganz, ganz lässig. So. Gut. Also, ich danke euch fürs Zugucken und beim nächsten Mal wird es richtig heiß hergehen. Denn wir sind bereit, in die Magma-Tiefen hinabzusteigen. Die designmäßig ja schon hier beim Eingang richtig cool aussehen. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.